Ich habe die Ehre und das Vergnügen, mein neues Buch vorzustellen. Titel: Der Regenbogenfaktor, Schule und Lesben in Wirtschaft und Gesellschaft, von Außenseitern zu selbstbewussten Leistungsträgern. Lange war es ja so, dass Schwule und Lesben vorurteilsumrankt waren. Sie sind es zum Teil auch noch. Aber in den letzten 10 bis 20 Jahren hat sich doch Einschneidendes getan. Mein Buch Der Regenbogenfaktor versucht, diese Entwicklung aufzunehmen, nachzuzeichnen und setzt aber Schwerpunkte. Ein Schwerpunkt sind Unternehmen. Unternehmen wie beispielsweise IBM, wie die Allianz, wie McKinsey, wie Commerzbank, wie die Deutsche Post, DHL, wie Wirtschaftsanwaltskanzleien, wie Freshfields oder White & Case. Andererseits geht es um die Bundeswehr, wo lange sehr stark gemauert wurde, was die Öffnung anbetrifft gegenüber Schwulen und Lesben. Es geht um schwul-lesbische Fußball-Fanclubs, wo sich engagierte Fußballfans jenseits von organisationellen Strukturen engagieren und für mehr Chancengleichheit von schwulen, lesbischen Fans auf den Rängen sich engagieren. Dann geht es beispielsweise um die Kirche. Ich schaue auch in die USA hinein, die emanzipatorisch ja häufig als Vorbild gepriesen wird. Das geht nicht überall, das beleuchte ich näher. Also insgesamt hoffe ich, mit diesem Buch einen Beitrag zu leisten, um die Diskussion für mehr Rechte für Schwule und Lesben insgesamt voranzutreiben, aber auch das Verständnis für bei denjenigen zu wecken, die dieses Thema eher als Marginalthema bislang betrachtet haben.